Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Heute an meiner Seite Kerstin Liebig. Sie ist Geschäftsführerin des Landesverbandes der Volkssolidarität Mecklenburg-Vorpommern e.V. Habe ich das richtig gesagt? Das haben Sie richtig gesagt. Gut, aber wir haben ernste Themen, die wir heute besprechen wollen, die auch ansonsten durch die Medien gingen dieser Tage. Und da liegen Sie mal wieder im Trend. Ein großes Thema ist Kinderarmut. Und Sie planen einen Aktionstag in Schwerin am Pfaffenteich. Gibt es am nächsten Dienstag eine Veranstaltung zu dem Thema? Was genau ist da geplant? Am Dienstag wird der UNICEF-Weltkindertag sein und wir haben uns gedacht, das ist genau der richtige Tag, um ein Thema, was uns als Volkssolidarität mit vielen anderen ganz besonders bewegt, mal in die Öffentlichkeit zu rücken, nämlich das Thema Kinderarmut. Gerade gab es wieder neue Studien, dass Kinderarmut leider nicht zurückgeht, sondern wächst, dass Kinder auch in Mecklenburg-Vorpommern arm sind. Und das macht uns natürlich betroffen. Wir sagen aber auch, wir können da nicht tatenlos zuschauen, sondern wir müssen aufmerksam machen auf das Thema und an den Stellen, wo wir es machen können, natürlich auch etwas dagegen tun. Am Dienstag ganz konkret werden wir ein buntes Programm für Kinder und Eltern bieten. Also Kinder, egal ob die Eltern arm oder reich sind, können vorbeikommen, können spielen, können Preise gewinnen und können vor allen Dingen ihre Wünsche, die sie für ihre Zukunft haben, aufschreiben. Und dann wollen wir diese Wünsche an Luftballons kleben und sozusagen in die Welt entsenden und natürlich damit vor allen Dingen auf das Thema Kinderarmut und Kinderrechte aufmerksam machen. Ja, Kinderarmut ist für Mecklenburg-Vorpommern ein großes Problem. Mehr als 20% der Kinder leiden unter Kinderarmut. Ist es dann so ein Aktionstag, dann Haken dahinter und dann vielleicht mal in einem Jahr wieder das Thema? Oder wie versuchen Sie Nachhaltigkeit reinzubringen und natürlich auf die Politik einzuwirken, dass da ein bisschen mehr passiert? Ja. Für uns ist das Thema tatsächlich kein Thema, was wir nur an diesem einen Tag bewegen wollen. Die Volkssolidarität, deren Wurzeln liegen eigentlich beim Kampf gegen Armut. Vor 70 Jahren sind wir mal so entstanden und deswegen bewegt uns das Thema auch immer wieder. Wir haben schon jetzt zum dritten Mal ein großes Kinderfest im Schweriner Zoo veranstaltet, immer zum Herrentag, Vatertag. Also wir machen Familientag draus. Da kriegen die Kinder den kostenlosen Eintritt in den Schweriner Zoo, wo wir auch sagen, es muss egal sein, ob Eltern sich das leisten können oder nicht. Und ansonsten erleben wir es vor allen Dingen in unseren Einrichtungen, in unseren Kitas. Da haben wir tagtäglich mit dem Problem Kinderarmut zu tun und müssen uns mit dem auseinandersetzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, entweder in den Kitas selber, in den Einrichtungen oder aber eben auch an anderer Stelle. Sie haben ein Feld gesagt, sozialpolitische Interessenvertretung, Lobbying, Politik dazu bewegen, mit uns gemeinsam etwas gegen Kinderarmut zu tun. Also nun sagt ja, die Politik lehnt sich zurück und sagt, wir haben ja in den letzten Jahren da was auf den Weg gebracht. Wir haben ja dieses Bildungs- und Teilhabepaket, also wo sich ja Eltern bewerben können um bestimmte Gutscheine für ihre Kinder, damit man zum Beispiel am Sport in der Freizeit treiben kann und so weiter. Aber das kritisieren Sie auch, dieses Bildungs- und Teilhabepaket. Ja, also natürlich ist es erstmal gut, dass Politik erkannt hat, dass Kinder, wenn sie in Familien, in armen Familien leben, dass sie sozusagen die staatliche Unterstützung brauchen. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist also vom Grundansatz gut, aber leider nicht so gut gemacht. Und das merken wir wirklich in unseren Einrichtungen, dass, weil es so ein bürokratisches Monster ist, eben vieles, was gut gedacht war, nicht bei den Eltern und vor allen Dingen nicht bei den Kindern ankommt. Und das finden wir schade. Unsere Aufgabe sehen wir darin, dass wir aufklären, natürlich die Eltern darüber informieren, welche Rechte sie haben, an der einen oder anderen Stelle sie auch begleiten können durch den Behördendschungel. Aber ich glaube schon, dass Politik auch den Mut haben sollte, mal zu sagen, ja, war ein guter Gedanke, haben wir aber nicht so gut umgesetzt. Jetzt machen wir den nächsten Schritt und überlegen uns was wirklich weniger bürokratisch ist und was am Ende auch wirklich bei den Kindern ankommt. Was wäre das denn? Na, zum Beispiel könnte es natürlich eine vernünftige Kindergrundsicherung sein, ne, die eben alle Kinder, die einen Anspruch drauf haben, auch bekommen und man eben nicht noch 1000 Anträge ausfüllen muss. Und wie könnte man das dann sicherstellen, dass das dann zum Beispiel die Eltern nicht versaufen, dieses Geld? Ja, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema, da sind wir alle gefragt. Ich sag mal, ein Thema, ein anderer Bereich, in dem die Volkssolidarität in Schwerin tätig ist, ist die Schulden- und Insolvenzberatung, wo wir natürlich ganz oft auch auf Eltern treffen, die eben
jetzt will ich nicht unbedingt sagen versaufen, sondern eben in unvorsichtiger Weise Verträge abgeschlossen haben, wo dann das Geld knapp ist und wo das eben auch nicht zu den Kindern kommt. Und das ist dann unsere Aufgabe, eben mit den Eltern zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass die Kinder tatsächlich das bekommen, was sie brauchen. Ein anderer Beitrag ist aber, weil Sie es auch angesprochen haben, natürlich die Frage, Kita zum Beispiel kostenfrei zu machen, dass die Kinder wirklich in die Kita kommen. Das kostenfreie Essen in Kitas wäre ein weiterer Schritt, was denkbar wäre. Ne? Also das gibt schon, glaube ich, ein paar Möglichkeiten, was man auch machen kann. Und auch nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Volkssolidarität hat ein umfangreiches Aufgabenspektrum. Sie haben schon angesprochen, diese Schuldnerberatung. Betreiben Sie jetzt seit Januar hier in Schwerin. Wie läuft das? Ja, das läuft sehr gut. Jetzt muss ich sagen, eigentlich leider sehr gut. Also wir haben sehr viele Menschen, die zu uns in die Beratung kommen seit Januar diesen Jahres. Ich gehe davon aus, dass wir die 450er-Marke, also so viele sozusagen Menschen, die zu uns kommen und denen wir versuchen zu helfen, erreichen werden. Was wir feststellen ist, Schulden machen vor niemanden halt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass eine Mutter mit ihrem alleinerziehenden Kind oder ein Vater mit seinem alleinerziehenden Kind sozusagen unsere klassische Klientel da ist. Ganz im Gegenteil. Es ist wirklich bunt durch alle Schichten kommen Menschen zu uns, ob es jemand ist, der einen schweren Schicksalsschlag erleiden musste in seiner Familie, ob es Krankheit ist, die am Ende dazu führt, dass man in eine Schuldensituation kommt, aber natürlich auch das unvorsichtige Verhalten. Ich sage mal das Stichwort Handyvertrag, gerade bei Jugendlichen. Das sind so Themen, die uns dann in unserer Praxis immer wieder begegnen. Gut, das ist ein spannendes Thema, da werden wir auf unseren Sender bestimmt bald mal wieder drüber berichten, über das Thema, auch vielleicht über konkrete Fälle. Aber was sollte man tun, um Schulden zu vermeiden? Was kann man da tun? Gibt es da einen Tipp aus den Erfahrungen der Schuldnerberatung heraus? Naja, also was man auf jeden Fall den Zuschauern sagen muss, wenn sie in einer Schuldensituation sind, schämen sie sich nicht, überwinden sie vielleicht auch die erste Scham und kommen sie rechtzeitig zu uns in die Beratung. Wir haben versierte Beratungskräfte, die Sie wirklich anonym beraten, die Ihnen helfen können, die erstmal auch Ihre Schulden oder Ihre wirtschaftliche Situation sortieren können, weil das steht ganz oft auch am Anfang, dass man den Überblick verloren hat oder dass man einfach auch ein bisschen den Kopf in den Sand steckt vor den großen Problemen. Was sich bewährt hat und was meine Schuldner- und Insolvenzberater immer den Menschen gerne mit an die Hand geben, ist einfach was ganz Simples, sich einen Zettel zu nehmen und die Einkommenssituation und die Ausgabensituation mal aufzuschreiben. Ich glaube, unsere Großeltern nannten das früher das Haushaltsbuch. Das war ein bisschen altmodisch, aber das ist tatsächlich immer noch ein sehr, sehr guter Rat, weil man muss einfach schauen, ob man mehr ausgibt, als man tatsächlich an Geld zur Verfügung hat. Und genau solche Anwendungen kriegt man heute schon als Apps für Handy, braucht man nichts dafür zu bezahlen, da kann man Plus und Minus letztendlich ja auch aufschreiben. Also das wäre ein konkreter Tipp. Ansonsten ist die Volkssolidarität natürlich auch noch aktiv. Sie haben es gesagt, Sie haben Kitas im ganzen Land. Gibt es da so ein besonderes pädagogisches Konzept, was Sie umsetzen? Andere setzen ja auf Montessori, die nächsten wieder auf Waldorf. Nein, das gibt es bei uns nicht. Also wir haben wirklich den bunten Garten in der Volkssolidarität. Wir haben sehr unterschiedliche Einrichtungen, Kneipen, Kitas mit offenem Ansatz bis hin zum lebensweltorientierten Ansatz. Wir haben Kitas, die eine Waldwoche einlegen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Da muss man sich dann vor Ort informieren. Ja, Kneipp-Kitas müssen wir noch mal ganz kurz erklären, sonst entsteht Verwirrung vielleicht bei uns. Also, na, das ist zum Beispiel eine Kita, die eben in ihrem Programm oder in ihrer Bildungskonzeption, sage ich mal, gesunde Leben, sportliche Betätigung, aber dann auch verbunden mit tatsächlich, die kleinen Knirpse gehen dann regelmäßig in die Sauna, machen, wie es Erwachsene manchmal bei Kuren haben, dann so eine kleine Kneippkur mit, also mit einem Bewegungsparcours, haben Wasser, in dem sie dann treten können, also alles, um die Gesundheit auch sozusagen zu fördern und drumherum natürlich ganz viel zum Thema gesunde Ernährung, Bewegung, das wird da eben dann in besonderem Maße vermittelt. Ja, Sie sind im psychosozialen Bereich noch aktiv, da geht es um Behindertenhilfe. Darauf möchten wir jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern mich interessiert eher das Thema sozusagen altersgerechtes Wohnen. Da gibt es ja in den letzten Jahren ja vielleicht einen Wandel zu verzeichnen, dass Menschen einfach vielleicht
jünger alt werden, wenn man so will, oder älter jung bleiben. Das heißt, man sucht einfach nach alternativen Lebensformen, vielleicht auch, die man und nicht unbedingt nach dem klassischen Altersheim oder wie auch immer. Was machen Sie da für Erfahrungen? Ja, also das ist tatsächlich was. Wir haben einfach eine Generation von Hochbetagten, also sage ich alles das, was so deutlich über 80 ist, die trotzdem noch sehr aktiv sind und sehr fit sind, aber die eben schon mehr Unterstützungsangebote brauchen. Und dann gibt es so die aktiven, fitten Senioren, die sich selber auch überhaupt noch nicht als alt bezeichnen und sich auch nicht so ansehen und das auch nicht leben und die natürlich, sage ich, in den althergebrachten Formen, zum Beispiel des betreuten Wohnens, einfach falsch aufgehoben sind. Ein sehr interessantes Projekt haben wir jetzt in Stralsund auf den Weg gebracht, wo sich so eine Seniorinnen-WG gebildet hat, wo sich Frauen einfach, deren Lebensgefährt oder Partner verstorben ist oder ihnen auf andere Weise abhanden gekommen ist, zusammengetan haben und eben wirklich mal so, wie man das sonst aus einer Studenten-WG jetzt mal sozusagen unter Seniorinnen versucht. Da bin ich ganz gespannt, wie das weitergeht. Also es war relativ schnell, waren die Plätze weg und es sind sehr lebenslustige Frauen, die sich da, es sind zufällig jetzt Frauen, die sich da zusammengetan haben. Das kann für uns sicherlich ein Beispiel auch für die Zukunft sein. Und ansonsten stellen wir fest, dass auch in der Frage natürlich Freizeitgestaltung die jüngeren, älteren, wie Sie sie bezeichnet haben, ganz andere Ansprüche haben. Gut, dann haben Sie aber noch ein Projekt, das ist der Hausnotruf der Volkssolidarität. Das ist auch ganz interessant, was ich darüber gelesen habe. Nämlich damit versuchen Sie ja vor allen Dingen älteren Menschen natürlich länger zu ermöglichen, auch im eigenen Haus zu leben und den Angehörigen ein Stück weit vielleicht auch Ängste zu nehmen, dass man die Mutter oder den Vater, die jetzt wirklich alt werden und vielleicht auch gebrechlicher werden, einfach in Sicherheit zu Hause weiß. Was ist dieser Hausnotruf? Ja, wir haben in Schwerin unsere Hausnotrufstation. Da sitzen unsere Kolleginnen 24 Stunden, jeden Tag in der Woche, egal ob Wochenende, ob Feiertag, und sind für Hausnotruf Kunden ansprechbar. Das heißt, man hat zu Hause ein kleines Armband oder eine kleine Kette, da kann man im Notfall einfach raufdrücken und dann wird automatisch der Kontakt zu unserer Hausnotrufzentrale aufgebaut. Und da sind dann ein paar Informationen hinterlegt und unsere Kollegen können einschätzen, ist es jetzt wirklich ein lebensgefährlicher Notruf, können dann Hilfe organisieren. Manchmal ist es aber auch einfach nur das Gespräch, was gesucht wird oder die Information. Auch da können unsere Kollegen vor Ort helfen. Also da kommt nicht gleich der Hubschrauber Nein, da kommt nicht angeflogen. gleich der Hubschrauber angeflogen. Also erfahrungsgemäß sind so circa 5% unserer Rufe, die wir aus der Häuslichkeit erhalten, tatsächlich die echten medizinischen Notfälle. Das andere sind eben wirklich ganz oft Menschen, die zu Hause wohnen, wo dann aber vielleicht der Angehörige oder die Tochter oder die Enkeltochter arbeiten sind und man sich einfach gerne verständigen möchte, mal Hallo sagen möchte. Und da sind unsere Kollegen auch immer ansprechbar. Und lässt sich was darüber sagen, wie das angenommen wird? Sehr gut, also wir versorgen über 5000 Menschen mit diesem Hausnotrufgerät. 5000 Menschen. Genau, und das ist wirklich was, wo ich auch sage, natürlich unsere meisten Kunden sind schon die etwas älteren, aber ich sage auch immer, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine schwere Erkrankung hatte oder sich unsicher fühlt in seiner Häuslichkeit und sagt, oh, was ist aber, wenn ich mal ausrutsche oder stürze, auch dann ist man gut beraten, wenn man dieses Hausnotrufgerät bei sich hat. Und mit 18,36 € ist das auch so, wo ich sage, das kostet eine Bockwurst am Tag. Ja. Das kann man sich leisten. Frau Liebig, an dieser Stelle vielen Dank für das Interview und liebe Zuschauer, wenn Sie weiter Interesse haben an den Angeboten der Volkssolidarität bzw. sich auch über Veranstaltungen informieren wollen, dann können Sie das unter der eingeblendeten Adresse tun. Also Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen vielen Dank fürs Interview und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.